Diesmal der Gaststar in München, Fernanda Brandão, sorgt für brasilianisches Feuer auf dem Eis. Allerdings nicht auf Schlittschuhen. Denn erstmals sind bei einer Holiday on Ice Show auch Tänzerinnen dabei, um dem Publikum zusätzlich einzuheizen. Für die tanzende Moderatorin, die in Rio de Janeiro aufgewachsen ist, geht ein langjähriger Traum in Erfüllung. Einmal Stargast zu sein im populärsten Live-Spektakel der Welt. Bei Holiday on Ice dabei zu sein, ist ein wahnsinniges Gefühl. Das ist eine Show, die ich von klein auf an kenne. Viele Shows habe ich mir selber angeschaut und mir natürlich auch immer gewünscht, dass ich Eis laufen konnte, wie die meisten Kinder und Jugendliche, die das sehen. Und als ich zugesagt habe, wusste ich auch nicht, dass mein Part keine Kufen unter den Füßen hat. Ich habe mich schon mit blutenden Füßen 8 Stunden jeden Tag trainieren sehen. Es kam anders, ich hatte Glück, aber auch ein bisschen Pech. Und deswegen habe ich jetzt schon mit den Skatern gesprochen, die werden mir das Eislaufen auch ein bisschen beibringen. Fährt ein absolut hohes Tempo. Bei der neuen Holiday on Ice Show Speed ist der Name Programm. Für die rund 40 Akteure auf und über dem Eis heißt das Motto, möglichst immer auf der Überholspur. Ich finde es gut, das hat so Elemente von Low Speed, Medium Speed und High Speed. Also da ist alles ein bisschen was für jeden dabei. Ein kleiner Hauch Valium. Immer kurz entdeckt, so 5 Minuten lang. Aber ansonsten ist das eine relativ rasante Veranstaltung. Also wir sind ja bei den Bergrettern relativ flott mit dabei. Aber wenn wir was mit Eis zu tun haben, dann ist das meistens vertikal und nicht horizontal. Und daher, aber es ist ansteckend. Also das reißt einen schon mit. Gefällt mir sehr gut. Das erste Mal, dass ich das live sehe. Ich kenne es immer nur vom Fernsehen. Und ich bin total begeistert, wie man sich nach den Pirouetten dann so wieder so einfach hinstellen kann und weiter tanzen kann. Also ich stand einmal auf dem Eis, aber keine 20 Sekunden und hab's dann auch seitdem gelassen. Also, ich find's großartig. Sehr gut, also ich bin total begeistert. Die Läufer sind, Eisläufer, total super. Und dann der Soundcheck, also riesig, die Musik und alles. Also ich bin total begeistert. Gut gefällt es mir. Es ist sehr rasant. Am Anfang haben wir gedacht, bei der ersten Nummer, ja, das ist aber jetzt mit Speed noch nicht so, aber das geht ganz schön los, mein lieber Mann. Und die fetzen da ganz schön über die Eisfläche. Das ist, wenn man, ich meine, jeder, glaube ich, ist in der Jugend einmal Schlittschuh gefahren, aber wenn man das dann sieht, dann weiß man schon, dass das mit normalen Schlittschuhfahren nichts zu tun hat. Das ist sehr modern, sehr, sehr jung, sehr frisch. Gut aussehende Menschen, schöne Männer, schöne Frauen, also das ist schon sehr gut. Also ich kenne das von früher halt, dass man gesagt hat, naja, Eiskunstlauf halt. Und das hat jetzt was Spritziges und ist frisch und gut, gefällt mir gut. Über 300 individuell designte Kostüme sind bei dieser Produktion mit auf Tour. Das Ensemble kommt aus allen Teilen der Welt. Und seit der Erstaufführung im Dezember 1943 in Toledo, Ohio, haben über 320 Millionen Zuschauer eine Holiday on Ice Show besucht. Das ist wunderbar. Also ich muss wirklich sagen, die ich sag mal Tänzerinnen und Tänzer, ja, Eiskunstläufer und Eiskunstläuferinnen, die haben ein Wahnsinnsprogramm, legen die dahin. Und Hut ab vor dieser körperlichen Leistung. Es ist wirklich bewundernswert, was sie da machen. Also auch wie man das überhaupt machen kann. Also es ist wirklich bewundernswert. Und ich saß noch nie so dicht dran, dass man wirklich gesehen hat,
was da auch eine Technik dazu gehört. Ne? Auf dem Fernsehen hat man es gesehen oder mal aus der Distanz, aber nie so nah dran. Ne? Echt beeindruckend. Ja. Und die Musik, ich liebe die Musik. Also, das ist total mein Style. Rock, Funk und es ist wirklich gut, ja. Sie ist anders als alle Eisshows zuvor. Sie ist modern, sie ist spritzig, sie ist schnell, wie der Name schon sagt. Und halt auch ein bisschen verrückt und wild und gewagt. Und das finde ich ja sehr schön. Und ich liebe Exzentrik und große Auftritte. Hier trifft Akrobatik auf Feuershow, auf Eiskunstlaufen. Das ist auf mich. Es ist eine Mischung mit Knallelementen. Polydon und Eis ist für den Olympiapark die am längsten stattfindende Show. Die findet seit 1972, also direkt nach den Olympischen Spielen, hier durchgehend statt. Und da sind wir natürlich ganz besonders stolz drauf, dass wir jedes Jahr mit denen gemeinsam Jubiläum feiern dürfen. Letztes Jahr eben gemeinsam 40-Jähriges, dieses Jahr dann schon das 41-Jährige. Und wir hoffen, dass Holiday on Ice noch lange erhalten bleibt, denn es ist eine Show, die über fast 14 Tage bei uns im Olympiapark spielt und damit auch die längste Show ist. Und nach wie vor top erfolgreich. Holiday on Ice Speed mit Stargast Fernanda Brandao in allen Shows in München. Noch bis einschließlich 10. Februar in der Olympiahalle.